Name ist Damian Tata, ich bin beschäftigt bei der Firma Timocom in Düsseldorf. Ich bin Softwareentwickler seit 10 Jahren in diesem Unternehmen. Wir entwickeln eine Plattform für Spediteure, LKWs und das ist sehr erfolgreich in Europa. Es ist eine serverbasierte Software. Die Kunden öffnen im Browser eine Seite über ein Zusatztool, was wir geschrieben haben. Und die können dann Angebote über ihre LKWs und Frachten einstellen. Andere suchen das dann wiederum und so können die dann zusammen im Business-to-Business kaufen. Also es gibt zwei Aspekte. Ich habe aus privatem Hintergrund ein Interesse bezüglich iOS und firmenbezogen Interesse, die Firma zu vertreten. Und zwar in einem Jahr, eventuell kommen wir in so einen Bereich, wo wir dann Mobilgeräte unterstützen wollen. Und da müsste ich einfach nur gucken, was gibt es auf dem Markt, wie entwickeln sich die Geräte, welche Entwicklungsumgebung gibt es und wie wird der Entwickler unterstützt bei der Arbeit. Also Entwicklungsumgebung und Integration ist eigentlich das Wichtigste momentan für mich. Wie kann ich meinen Ablauf und meine ganzen Tätigkeiten, die ich habe, vom Design über Testing vernünftig unter einen Hut bringen. Natürlich möglichst ohne viel Aufwand über alle möglichen Produkte hinweg. Ich kann es mir vorstellen, zunächst einmal, ich glaube langfristig wäre interessant, dass man alles unter einen Hut bringt, aber für den ersten Schritt finde ich sehr interessant, dass man ein System hat für ein anderes, also für ein Betriebssystem, was man dann vernünftig nutzen kann. Und ich habe gestern die Präsentation mitgekriegt und das war sehr aufschlussreich und hat genau gepasst. Einmal habe ich die Präsentation unter Linux gesehen, ich bin Windows gewohnt noch. Da sah natürlich ein bisschen etwas komisch aus, aber ich denke mal, so beginnt man halt eben mit einem Werkzeug. Ich habe die Beta gesehen, deswegen ich denke mal, da wird schon vielleicht was passieren. Im Grunde und Ganzen von dem Funktionsumfang war das sehr interessant. Und ja, ich bin mal gespannt auf die Fortentwicklung, also das Finalisieren. Also die Sprache war recht bekannt. Die ist ja angelehnt an JavaScript gewesen, deswegen war es für mich leicht verständlich, nachzuvollziehen, was da passiert. Und man hat auch die Wahl gehabt zwischen der althergebrachten Entwicklung und diesem neuen Sprachsystem. Und das ist hängen geblieben. Und natürlich auch die Zusammenwirkung mit Test-Devices. Das war das Highlight mit meiner Abschluss.